Hallo, also unser Projekt heißt Projekt Illustratio. Es heißt Illustratio, weil Illustratio auf Lateinisch Aufklärung heißt. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, um IT-Sicherheit hier in Ulm zu demonstrieren und zu zeigen, was eigentlich man machen kann, wenn man mal ein bisschen jetzt davon, wenn man sich damit beschäftigt. Und damit übergebe ich an Adrian. Also, wir haben hier gleich eine Demo in der Präsentation vorbereitet. Das ist im Prinzip unsere Webseite, die läuft jetzt hier live. Und man kann hier sehen, wir haben eine schöne Grafik hier entworfen, mit der man, wie hier schon steht, die größten Städte Deutschlands von links nach rechts mit Anzahl der potenziell angreifbaren Servern sehen kann. Das Ganze haben wir von einer Datenbank heruntergezogen und dann hier als auf der Grafik ausgewertet. Die Datenbank ist für jeden frei verfügbar, kann jeder nach seiner Stadt schauen und schauen, welche Rechner da von dieser Datenbank schon aufgezeichnet wurden. Und viele davon sind dann auch schon potenziell angreifbar, weil sie noch alte Versionen von Software enthalten, wodurch man dann Zugriff auf diesen Rechner bekommen kann. Also wer von Ihnen kommt jetzt aus Ulm, bitte mal die Hand heben. Also wenn wir jetzt hier mal auf der Webseite als Beispielstadt Ulm eingeben würden, würden wir als Ergebnis geliefert bekommen 34.212 potenzielle angreifbare Lücken, die man hier jetzt in Ulm so findet. Jetzt haben wir mal gesagt, als Beispiel, weil das sind nicht irgendwelche Rechenzentren nur da, die angreifbar sein könnten, sondern auch ganz viele Privatpersonen, wie jeder Einzelne hier im Raum, als Demonstration. Die Uni Ulm, abgesehen von den Hunderten von offenen Druckern, die hier sind, hat man auf dem POT 5900, das ist halt für VNC, damit kann man sich an PCs verbinden und die dann steuern. Und es ist halt toll, wenn man dann Elektronenmikroskop frei im Internet findet und das jeder auf der Welt in der Uni Ulm steuern kann. Ja, wir wollten nur nochmal aufmerksam machen, dass nicht, auch wenn Sie jetzt vielleicht nur einen Rechner bei sich zu Hause haben, der kann auch von dieser Datenbank, wenn der erreichbar ist im globalen Netz, wollten einfach nur mal Aufmerksamkeit machen, schaut immer, dass ihr immer die neueste Version von Software habt und dass danke für eure Aufmerksamkeit.